Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Adam Wilczek und heute zeige ich euch ein bisschen was über Visual Studio mit den Net Framework. Und wir werden heute einfach ein einfaches Programm erstellen und ich hoffe, das hilft den einen oder anderen. In diesem Tutorial, was ich fortsetzen werde, werden wir auch später ein bisschen das Ganze erweitern. Wir werden mit Klassen programmieren und, aber das kommt alles noch. So, das erste, was ich euch zeigen will, ich habe jetzt Visual Studio 2019 in der Version 16.2.2. Und es ist so, wenn ihr das Ganze installiert, was müsst ihr installieren? Pauschal braucht ihr eigentlich nur diesen Bereich, also diesen Haken hier setzen. Alles andere ist eigentlich für euch jetzt nicht so relevant. Das heißt, wenn ihr auf dem gleichen Stand seid wie ich, dann benutzt ihr das da hier. Ich habe jetzt halt noch die C++-Programmierumgebung installiert, weil ich da auch noch ein bisschen was programmiere. Okay, gut, das war's dann eigentlich. Also das heißt, wenn ihr das Ganze gemacht habt, ist Visual Studio startklar und es dauert ein bisschen, bis es heruntergeladen ist und dann starten wir das Ganze mal. So, wenn ich Visual Studio jetzt starte, kommt das hier in so ein Fenster. Wir eröffnen gleich ein neues Projekt. Und wichtig ist, ich habe jetzt ein paar Sachen, was ich hier auswählen kann. Ich will hier ist man sieht schon, zuletzt verwendete Projektvorlagen, Windows Form App Net Framework. Und es findet hier weiter unten, ihr könnt auch ein bisschen filtern nach einer Sprache. Zum Beispiel, wenn ihr C-Sharp wollt, dann wählt ihr hier C-Sharp aus und könnt dann hier unten, wo ist es denn? Genau, das ist es. Wichtig ist nicht das auswählen, da macht immer was anderes. Wir wollen hier eine Form-App starten. Dann wird sozusagen schon eine gewisse Sachen als Vorgaben haben. Ja, wenn wir das Ganze auf Weiterklicken, dann müssen wir natürlich einen Projektnamen auswählen. Ich nenne es einfach Hallo Welt. Und dann kann man sich einen Ordner auswählen, wo man das speichern möchte. Und das Framework, ich würde euch empfehlen, das neueste Framework zu verwenden. Ihr könnt auch natürlich ein älteres verwenden, aber ich würde jetzt nicht auf die 3er oder auf die 2er Version runtergehen. Ich würde jetzt einfach mit einem 4.8 starten. Ihr könnt natürlich auch das neuere verwenden. Ich versuche immer so zu programmieren, dass es auch fürs neuere Framework zugelassen ist. Meist steht dann bei den neuen Frameworks dran, ob das kompatibel ist oder nicht. So, wenn wir das Ganze auf Erstellen klicken, geht hier einfach so ein neues Fenster auf und da sind wir eigentlich im Bereich der Programmierung schon. Wichtig ist so ein bisschen vielleicht zum Überblick, falls ihr das da hier nicht habt oder hier irgendwas fehlt, das findet ihr alles hier über Ansicht. Zum Beispiel, wenn euch die Toolbox hier fehlt, klickt ihr Toolbox an oder wenn euch jetzt irgendwas anderes fehlt, wie zum Beispiel der Projektmappen Explorer hier rechts. Wichtig sind auch die Eigenschaften, die sollten auch immer verfügbar sein. Denn die Eigenschaften sind ganz praktisch. Aber wir starten jetzt einfach mal. Bevor wir loslegen, ganz kurz zur Umgebung. Also wir können hier so per Drag and Drop hier was reinziehen. Man sollte als erstes mal das Ganze hier nicht Form 1 nennen. Ich würde es jetzt einfach als zum Beispiel Hallo Welt machen. Das heißt, hier der Text ist der Text in der Überschrift. Das kann man sich gleich so merken, weil das ist in den meisten Sachen so. Und ich würde jetzt hergehen und das Ding nicht Standard Form 1 nennen, sondern Hallo Welt Form. So, wichtig ist an der Stelle, dass ihr möglichst keine Leerzeichen in diesen Entwurfsbereich macht, also für den Namen. Die Standard Language. Da könnt ihr dann, Entschuldigung, jetzt habe ich daneben geklickt, könnt ihr euch auch was aussuchen, aber das lassen wir jetzt einfach alles. So, wir fangen einfach mal an. Wir werden einfach hier einen Button hinzufügen. Den platzieren wir so ein bisschen in der Mitte. Wir können uns das Ganze auch ein bisschen kleiner schieben. Also groß brauchen wir es nicht. Und wir platzieren uns den Button. Wenn wir auf diesen Button klicken, soll etwas passieren. Ihr seht, der Button hat standardmäßig als Text Button 1. Das ändern wir. Wir sagen Hallo Welt. Und wichtig ist auch, dass man hier wieder den Namen ändert. Diese Namen sind einfach Referenzobjekte im Code. Wenn man sich das gleich von Anfang an aneignet, dass man diese Namen gleich richtig benennt, dann
hat man es später viel leichter, wenn man sich es einfach angewöhnt hat. Und wir nennen es einfach Button und also oder ihr könnt auch Knopf aussuchen. Knopf, also ich mache es immer so, dass ich die Objekte immer nach den Funktionen benenne und dann was sie tun. Also Button und dann ist es Hallo Welt. So, gut. Und das war's eigentlich schon. Jetzt können wir hier auf den Button doppelklicken, ja. Wenn wir hier auf den Button doppelklicken, da geht dann automatisch ein Code auf, ja. Falls ihr jetzt schon vorher reingeklickt habt, so auszusehen wie hier zum Beispiel in dem Bereich, dann wird das hier Ganze, werden die Bereiche ein bisschen anders aussehen. Was ihr dann einfach macht, ihr müsst dann entweder das Ganze nochmal löschen oder ihr geht her und arbeitet einfach in diesen Bereichen. Es ist nicht schlimm, bloß ja, wenn jetzt zum Beispiel jetzt, ich finde es halt angenehmer, jetzt weiß ich hier Button Hallo Welt Klick. Das heißt, ich habe hier ein Objekt, also oder eigentlich ist es ein Händler, der reagiert, wenn man auf Klick klickt. Das heißt, wenn ich hier einmal das durch das Doppelklicken generiert mir Visual Studio einen vorgefertigten Code. Und dieser vorgefertigte Code macht dann etwas. Ich habe jetzt an der Stelle mal kurz das Fenster geschlossen. Wir wollen jetzt einfach mal was an den Benutzer ausgeben und wir mal benutzen die Methode Show von der Messagebox. Also gehen wir einfach in die M. Wenn ich schon M anwähle, kommt hier schon bei mir schon Messagebox. Vielleicht müsst ihr ein bisschen mehr schreiben. Auf jeden Fall hier ist die Messagebox zur Auswahl. Dort wähle ich mit einem Punkt die Möglichkeiten aus, also diese Messagebox ist ein Objekt, also eine Klasse und dementsprechend hat sie verschiedene Möglichkeiten und wir wollen, darauf gehe ich später noch ein, was genau Klassen sind und wie das Ganze funktioniert. Wir wählen die Methode Show aus und in dem Bereich von Show haben wir die Möglichkeit, was zu übergeben. Das heißt, wir wollen einen Text übergeben und der Text heißt Hallo Welt. Und ihr seht, hier hinten ist es rot, weil in der Programmiersprache C-Sharp muss man mit Strichpunkt abschließen, ist nicht wie bei Python. Aber damit wären wir fertig. Und das Schöne ist, wir können jetzt einfach mal auf Starten klicken. So, bei mir geht das Ganze auf der Seite auf. So, und dann läuft das Programm und wir haben schon ein Fenster erstellt. Und jetzt drücke ich auf die Hallo Welt und es geht Hallo Welt auf. Ja. Und damit haben wir unser erstes kleines Programm geschrieben, ganz schnell in ein paar Minuten. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen den Einstieg in C-Sharp gezeigt. Und im nächsten Teil machen wir hier ein bisschen weiter. Dankeschön fürs Anschauen. Ich bin Arne Wilczek. Bis zum nächsten Mal.